Servus zusammen und herzlich willkommen zur letzten Folge Desert Skies. So, ich war noch mal ein bisschen tätig während eurer Abwesenheit. Es kam auch noch mal ein Update raus in der Zwischenzeit, hat ein paar neue Elemente für das Schiff hinzugefügt. Ich habe einfach noch mal relativ wahllos alle möglichen, also einfach in alle Richtungen das Ding noch mal so ein bisschen ausgebaut. Festgestellt habe ich dabei, dass man das Schiff nach oben nicht erweitern kann. Also das Oberdeck, was aktuell jetzt hier das Oberdeck ist, also diese Ebene hier, die kann man halt tatsächlich nicht weiter ausbauen. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil da ist dann der Heißluftballon im Weg. Aber das sollte man eben wissen, wenn man eben an so einem Schiffchen rumbasteln möchte. So, wir fliegen mal noch zu der Ortschaft hier vorne. Und ich weiß auch gar nicht, also vielleicht ist der Sieke jetzt tatsächlich mal irgendwie weg, weil ich habe definitiv keinen mehr gekillt seit dem letzten Vorfall. Und ich habe auch mehrmals geladen nochmal den Spielstand. Vielleicht ist das Ding jetzt tatsächlich irgendwie buggy wegen diesem Update. Mag sein. Das hier sind zum Beispiel neue Elemente, die hier dazugekommen sind. So diese durchsichtigen, so ein bisschen mit Gras bewachsen. Ich glaube sogar, wo habe ich denn den Hammer hin? Genau. Dass man das noch ein bisschen erweitern kann. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hier im Baumenü. Sind die Tische eigentlich auch neu dazugekommen? Also es sind definitiv ein paar neue Objekte dazugekommen, aber halt jetzt nichts irgendwie so Richtung Grill oder Labor oder sowas. Also eher so dekorativen Sachen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Diese Wand, diese durchsichtige Wand, ähnlich wie der Boden. Und diese Bodenplattformen sind eben auch neu im Spiel. Und noch irgendwie so ein paar kleine Objekte. So, aber ich dachte eigentlich, dass man das auch noch irgendwie... Kleinen Moment, ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren. Wir haben auch noch Bastelmaterial. Ich habe noch ein bisschen gefarmt. Holz, Seile, Nägel sind auch noch am Start bei Bedarf, falls wir noch mal ein bisschen rumbauen wollten. Aber ich glaube, man kann diese Dinge auch noch irgendwie ein bisschen erweitern. Okay, das ist jetzt der Deconstruct Mode. Wir können ja noch mal so ein Ding anbringen. Eigentlich ziemlich egal wo. Vielleicht hier. Das ist gar nicht das, was ich haben wollte, ehrlich gesagt. Ach, die Leaves-Plattform ist es, genau. Die Leaves-Plattform. Habe ich noch... Dann braucht man ja, glaube ich, hier diese Kaktusabschnitte. Aber wenn ich da jetzt keine mehr habe, ist auch egal. Wir müssen eh noch ein bisschen näher dran an die Stadt. Ich würde natürlich ganz gerne nochmal einen Seeker abknallen, damit sich das Farmen des Goldes auch irgendwie ein bisschen lohnt. So, nochmal kurz Deconstruct Mode. Dann bauen wir das Ding nochmal weg. Bauen nochmal Neues hin. Finde ich eigentlich ganz schnucklig. Und ich dachte, dass man die auch noch irgendwie quasi dichter bewachsen lassen kann, indem man einfach ein bisschen weiter drauf rumhämmert. Okay, habe ich mich wohl getäuscht. Dann bauen wir das aber ganz kurz hier noch ein bisschen um, wegen der Symmetrie natürlich. Dann kommt hier auch nochmal... So ein Element hier dran, so eine Leaves-Plattform. Wir müssten hier diese Flügelchen quasi auch gleich lang sein. Ich hätte es halt noch ganz gerne gehabt, hier hinten so eine etwas erhöhte Plattform zu haben, einfach wie auf so einem Segelschiff, wo dann halt quasi das Ruder sich befindet, das Steuerrad. Aber wie gesagt, man kann halt einfach hier nicht höher bauen, leider. So, deswegen ist ein bisschen schade, aber auch nicht weiter tragisch. Muss man einfach beim nächsten Mal... Wenn es denn ein nächstes Mal geben wird, wovon ich ausgehe, denn das Spiel wird ja noch schön weiterentwickelt, muss man einfach bedenken. So, nochmal ein bisschen näher dran hier. Ich glaube, so ein bisschen an diesen ganzen POIs, an diesen ganzen Locations haben sie auch noch rumgeschraubt. So, hier sieht man nochmal das Schiffchen in seiner ganzen Pracht von außen. So sieht das aus. Ach, und diesen Parrot hier, den Papagei, genau, den soll man ja auch irgendwo noch aufbauen können. Der kam nämlich definitiv neu dazu. Den habe ich noch vor der Aufnahme irgendwo gefunden. Wo kann ich den überall hinstellen? Oh, es wird schwierig, hier wieder einzusteigen. Ja, hier drüben geht's. Wo kann ich denn... Ach, Table oder ein Shelf. Okay, da müsste ich jetzt noch schnell... Ah, da bauen wir uns aber schon noch schnell einen Tisch. Das möchte ich natürlich schon gesehen haben. Table. Den kann ich aber schon hier oben drauf stellen. Ja klar, das geht natürlich wie die anderen Objekte ebenso. Dann kommt der Papagei hier hinten ans Ende vom Schiff. Okay, cool. Irgendwie Interaktion möglich? Nö, sieht nicht so aus.
Okay, aber immerhin. Wir haben Papagei auf dem Schiff. Er ist ja unterm Strich fast das Wichtigste. So, jetzt würde ich aber schon. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe einige Male neu geladen. Es hat den Seeker nicht zurückgebracht. Also, ich vermute mal einfach, dass das irgendwie, dass irgendwas mit dem Update, das noch kam, nicht zusammengepasst hat. Und deswegen wird es wohl Seeker loswerden. Das ist natürlich ziemlich schade, weil, also, wie gesagt, ich habe jetzt hier nochmal 10 Schuss und das ist ja doch relativ teuer. 10 Schuss Goldmunition. Und jetzt sieht man auch die ganzen Loot-Gegenstände aus der Ferne schon. Das ist, war vorher auch nicht der Fall. Also merkwürdig. Aber das kann natürlich schon sein, dass man einfach dann dank des neuen Updates hätte neu starten müssen und dann wäre wieder alles gut gewesen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Aber den Zug habe ich mir auch noch gar nicht wirklich aus der Nähe anschauen können, wegen dem vermaledeiten Seeker natürlich. Ach, ist ja auch interessant. Wie habe ich jetzt das Menü, also die. Ach, okay, wenn man F12 drückt, also einfach einen Screenshot macht, dann blendet der automatisch diese ganzen Symbole aus. Das ist ja auch nicht unpraktisch. Aber ich vermute mal, der Seeker wird sich nicht mehr blicken lassen. Ich habe mich um den Seeker gebracht. Das ist doch ein Elend. Ach genau, ein Schiff in der Flasche, also so ein Flaschenschiffchen, ne? Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Das haben sie, glaube ich, auch noch hinzugefügt. Oh, die schöne Lokomotive. Ob es so eine mal irgendwann zu fahren gibt, also ob man die vielleicht fahren sehen kann irgendwann, ich weiß es ja nicht. Wird aber auf jeden Fall gut zum Wildwest-Thema passen, ne? Wir schauen, also wir gehen nochmal kurz hier so ein bisschen die Häuser durch. Wird natürlich schon ganz gerne, diesen letzten Gegenstand auch noch gesehen haben. Können eigentlich alles andere sowieso liegen lassen. Danach ist eh Feierabend. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die neuen Gegenstände dann in allen Locations spawnen. Hier wird wohl nichts drin sein. Das hätte man schon gesehen. Nee, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ach, sieh an. Die Dinger sind aber auch. Ko also, Saves habe ich jetzt zumindest noch keine wahrgenommen. Ich glaube, die sind neu. Ich glaube, die sind neu. Kann man aber auch nicht in dem Sinn öffnen oder schließen. Die stehen einfach erstmal nur rum. Naja, aber man sieht, also, sie kümmern sich drum. Es kommen einfach nach und nach neue Inhalte ins Spiel. Und ich denke mal, also bevor ich es, wenn ich es mal wieder auspacken werde, also das wird schon eine ganze Weile dauern, bis dann mal wirklich ein komplett neuer Abschnitt ins Spiel gefunden ist, hat, seinen Weg ins Spiel gefunden hat, dann denke ich, werde ich schon mal wieder eine Runde drehen hier. Weil, also, mir gefällt das Ding. Das ist eine schöne Geschichte, dieses Spiel. Ist hier irgendwas neu dazugekommen? Schaut denn nicht so aus. Dann schauen wir noch mal im Saloon vorbei. Und ich würde dann doch, glaube ich, also eine Location nehmen wir noch mit und ich lade noch mal den Spielstand in der Zwischenzeit. Vielleicht haben wir wirklich noch Glück. Ich würde ganz gerne einfach so zum Abschied noch einen Seeker zur Strecke bringen. Das wäre schon verdammt ärgerlich jetzt einfach mit der schönen, kostbaren, wertvollen Munition, die man ja wahrlich nicht hinterhergeschmissen bekommt. Und dann habe ich keine Ziele. Na gut, hilft nichts. Mal zurück zum Schiff und dann drehen wir noch eine kleine Runde und dann soll es das auch gewesen sein hier. Vielleicht noch einen abschließenden Screenshot hier machen, aus erhöhter Position. So. Das ist aber neu, definitiv. Also das. Da diese ganzen Icons, dieses GUI weggeht, wenn man einen Screenshot macht. Gar nicht so doof. Und mit F12 kommt es dann auch direkt wieder. So, hier habe ich. Genau. Das habt ihr eh schon alles gesehen. Das Labor habe ich hier mal umgestellt. Und ansonsten gehen wir mal hoch. Füße abputzen natürlich hier. Deswegen habe ich die Fußmatte hier hingelegt. Ach ja, und ich habe auch mal angefangen, hier so ein paar von diesen Railings hier hinzubauen. Das sieht auch ganz schnucklig aus. Und dann schwingen wir uns mal in die Lüfte. Ich speichere mal an der Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder.
Nun denn, dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet und Daumen gedrückt, dass wir möglicherweise tatsächlich nochmal einen Seeker bekommen, aber ich fürchte halt einfach, dass es durch das Update, dass der einfach nicht mehr funktioniert. Ohne einen neuen Spielstand zu beginnen, wird das, glaube ich, nicht funktionieren. So, ein paar Railings könnte man natürlich noch hinbauen. So einen Tisch könnte ich mir jetzt auch leisten. Ach, eine Pokertable. Okay, auch cool. Ein Regal. Da sind auch noch ein paar Rampen dazugekommen. Also ich denke mal, die Entwickler werden halt jetzt einfach so erstmal diesen ersten Abschnitt, diesen Wüstenabschnitt halt irgendwie komplettieren. Und wenn der soweit ihrer Zufriedenheit entspricht, dann... Ah, hier kann ich eh schon nicht mehr weiterbauen. Sehe ich das richtig? Hier ist out of bounds. Weiter kann ich das Schiff nicht erweitern. Also es gibt natürlich schon Limits. Man kann das Schiff nicht ewig groß machen. Und was mir auch aufgefallen ist... Moment, ich sollte irgendwas essen. Was mir auch aufgefallen ist... Ich ziehe mir einfach mal ein paar von den Pilzen rein. Man kann sich auch nicht ewig weit vom Schiff wegbewegen. Das musste ich auch schmerzlich in Erfahrung bringen, als ich da irgendwie so ein bisschen am Farmen war und nach Gold gesucht habe. Und da bin ich halt schon ziemlich weit vom Schiff weggelaufen und dann stirbt man einfach. Also ohne Vorwarnung, kippt einfach tot um. Der ganze gute Loot ist weg. Das sollte man halt auf dem Schirm haben. Da wäre es natürlich noch wünschenswert, irgendwie so eine kleine Warnmeldung zumindest mit einzubauen. Das wäre durchaus angemessen. Ich finde, so Railings macht die ganze Geschichte gleich viel wohnlicher. Jetzt komplettieren wir das hier vorne aber noch schnell. Holz müsste noch ein bisschen was da sein. Und das kam auch in den Kommentaren, glaube ich. Also bei der Oase sollte man auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich habe da jetzt beim letzten Mal, ich bin nochmal gelandet bei einer Oase, habe dem nochmal alles weggenommen, sein ganzes Holz weggehackt und so weiter. Und da gibt es auch definitiv, also ich denke mal, dass es da immer Gold gibt. Ich habe auf jeden Fall zwei so fette Felsbrocken mit Gold gefunden. Das hat sich schon gelohnt. Ach, schade. Jetzt kann ich es hier hinten einfach nicht dicht machen, weil hier, na, hier ist einfach Ende Gelände. Weiter geht's nicht. Weiter kann man das Schiff nicht ausdehnen. Na schön. Sollen wir das Ding nochmal mitnehmen? Okay, also wenn es irgendwo einen Seeker gibt, dann ja wohl hier. Deswegen landen wir hier nochmal. Schauen wir mal. Weil das ist ja so vorgesehen, dass man da den Seeker abknallt, um da reinzukommen. Ja, die Warnmeldung kommt zumindest noch nicht. Wo ging es denn da nochmal rein? Und war hier nicht auch noch irgendwo Gold? Also ich werde jetzt nichts mehr abbauen, lohnt sich ja nicht, aber ich dachte... Ah, sieh an, okay, oh. Er lohnt sich halt nicht, aber das ist halt so ein richtig ergiebiger. Boah, ich kann halt nicht anders. Ich muss zumindest zwei von den Dingern da wegkloppen. Es geht nicht anders, Entschuldigung. Aber das ist ja der ergiebigste, den ich bislang gesehen habe. Das ist ja richtig fett. Uiuiui. Na schön, wir hüpfen da nochmal rein. In der Hoffnung, dass der Knabe nochmal auftaucht. Ah, da kommt er. Sehr gut. Ist also doch noch im Spiel. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Ich meine, ich kann jetzt auch ein bisschen verschwenderisch umgehen. Ich finde es halt schon relativ schwierig, den zu treffen. Aber immer schön zwei Schuss. Eins, um ihn quasi zu öffnen. Und so sieht's aus. Weil, also sobald er die Brust frei hat, kann man ja draufballern. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht würden zu diesem Zwecke auch die normalen Patronen Sinn machen. Also, dass man halt die normalen Patronen nimmt, um den kurz irgendwie aus der Fassung zu bringen, um kurz so einen Stun zu bekommen. Dann die Munition wechseln. Und dann eben hier dem in die Brust schießen. Na gut, kennen wir alle schon. Aber vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo diesen neuen Item. Diese Flasche im Glas. Ich hätte sie ganz gerne noch gesehen. Aber bei meinem Glück wahrscheinlich eher nicht. Ne. Ja, schaut da schlecht aus. Hier sind auch überall Lagerfeuer. So, hier drüben ist noch ein Raum. Und da gibt es genau nichts. Na schön. Dann wollen wir die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir schwingen uns nochmal in die Lüfte. Ich hätte ganz gern diesen Grenzbereich nochmal gesehen, wo diese ganzen... Wo habe ich ihn geparkt? Da drüben. Wo diese ganzen fetten Skorpione unterwegs waren. Ich habe die gar nicht so wirklich wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Gut, ich meine, jetzt ist sowieso offiziell erstmal wieder Seeker-freie Zone.
Der ist dann eine ganze Weile, kommt, taucht der halt nicht mehr auf, wenn man einen abknallt von denen. Und einen könnte man theoretisch sogar noch plätten, aber ist mir jetzt auch zu doof. Mein Schiff vielleicht nochmal von außen betrachten. Also scheint so von der Ausdehnung her schon ziemlich die maximale Grundform zu sein. Wobei, also dort, wo ich jetzt eben diese Art Flügelkonstruktion angebracht habe, wenn man sich das vorstellt, dass man halt wirklich die ganze Grundfläche auf so einer Ebene erweitert, also dann ist das halt schon echt ein massives Ding, ne? Dann ist das schon ganz schön der Kasten. Und man kann ja auch noch, ich weiß gar nicht wie weit, aber eins müsste auf jeden Fall noch... Also das würde mich gerade noch interessieren. Ich nehme gerade noch mal Holz, nur um zu sehen, ob man theoretisch noch weiter runterbauen könnte. Aber ich glaube, es müsste noch ein zweites Untergeschoss müsste schon noch drin sein. Das geht, glaube ich. Starten mal. Also man kann sich schon gemütlich machen. Man kann schon ein fettes Ding hier hinzimmern. Da seht ihr, das geht auf jeden Fall. Da kann man noch unten noch ein weiteres Geschoss dran kleben. Ah, okay. Okay, da stirbt man aber auch immer automatisch, zum Glück. Das wäre ja auch echt ein Elend. So. Kriege ich meine Items jetzt wieder eigentlich? Müssen ja irgendwo da hinten rumliegen. Andererseits ist es auch egal. Das soll es gewesen sein, liebe Freunde. Wir schwingen uns trotzdem wieder in die Höhe. Jetzt habe ich natürlich kein Brennmaterial mehr oder was. Kohle können wir auch reinschmeißen. Ich bin offiziell nicht auf dem Schiff. Muss ich vielleicht einmal runtergehen und dann wieder drauf? Kann das sein? Ah, okay. Also man könnte schon auch hier quasi wie so, ja, wie so ein Fahrwerk drunter bauen, ne? Mit diesem Descender hier. Ah, stelle ich mir schwierig vor. Dann kann man halt nicht mehr richtig einsteigen. Da müsste man überall mit Rampen arbeiten. Aber wie dem auch sei. Also es gibt auf jeden Fall noch mannigfaltige Möglichkeiten, um so ein Schiff auszubauen. Ich glaube, da kann man sich auch... Da wird ja noch einiges dazukommen. Da kann man sich dann schon... Schön so ein bisschen kreativ austoben. So, ich würde ganz gerne wieder abheben. So, okay, das geht. Aber nachdem ich das Ding offiziell durchgezockt hatte, entschieden habe, hier weiter unterwegs zu sein, glaube ich, wird auch diese Endzone wahrscheinlich nicht wieder auftauchen. Da unten ist übrigens auch random Gold. Ich habe fast den Eindruck, diese Vorkommen haben sie ein bisschen erhöht, auch mit dem Patch, der kam, mit dem Update. Nur mein Vogel, den vermisse ich so ein bisschen. Aber schon cool, wenn man das Schiff so fett ausbaut. Oben auch die Railing außenrum finde ich einfach, also nicht nur aus Sicherheitsgründen, man hat es ja gerade gesehen, wo das hinführen kann. Aber es sieht einfach nett aus. Schön, ja, ich bin begeistert, freue mich auf mehr. Und ja, wie gesagt, wenn es wieder ein größeres Update gibt, wenn spätestens, wenn der nächste Bereich freigeschalten und seinen Weg ins Spiel gefunden hat, dann werde ich das Ding nochmal für ein paar Folgen unter die Lupe nehmen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass dann doch ein paar Leute immer wieder eingeschaltet haben, ein paar nette Kommentare dagelassen haben. Das war sehr schön und ich verbleibe mit, ja, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.